Tankstelle Level 4 haben wir noch nicht, aber Popularität ist einfach am Wegfliegen. So, so. Super. Super, oh, mit der Popularität. Nice, nice, nice. Nicer, dicer. Kundenwerkstatt. Oh, warte mal, wir kaufen erstmal wieder ein paar Reifen und so, ne? Ah, da hat der Polizist gerade viele Kippen gekauft. Oh, Gas Station, was haben wir hier jetzt? Oh, Level 4. Ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee, die Gas Station noch größer zu machen? So, ja, ich komme schon. Und neue E-Mail. Oh Mann, das ist immer ein gutes Zeichen. Unser fragwürdiger Onkel hat uns eine Mail geschickt. Ich, Und der macht dann immer so komisch. Der will dann immer, dass man irgendwas klickt, dass man die Mail gelesen hat. Kennst du das? Diese Leute? So. Okay, Müll müssen wir wieder lernen, übrigens, by the way. So. Vorsichtshalber, damit es hier nicht wieder stinkt. So. So. Neue E-Mail, machen wir gleich. Ich hoffe. So, jetzt aber erstmal Lieferungen. Nein, nicht Produkte. Nein, nein, nein. Lieferungen, Autoteile. Reifen immer noch teuer. 75 kosten die jetzt. Holy shit. Wir müssen aber, wir haben ja keine Wahl. Motoröl immer noch günstig. Sag mal. Nicht jede Krankheit ist heilbar. Ja, Metal Girl, dann wünsche ich auch keine gute Besserung, wa? Dann wünsche ich keine gute Besserung, klar. Was ist denn das für eine Antwort? Hä? Ich wünsche allen die Kranken gute Besserung. Nicht jede Krankheit ist heilbar. Was ist das denn? Holy shit. So, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich die gute Besserung gewünscht habe. Ich wollte dir nicht zu nahe treten, ja? Du kannst natürlich Leuten gerne wünschen, dass sie weiterhin krank bleiben. Das kannst du ihnen gerne wünschen. Das steht dir frei, aber sorry. Da bin ich bei dem Game bin ich nicht dabei. Junge, Junge, Junge. Dark Turn, Lady. Dark Turn. So. Weißt du was? Das kaufe ich trotzdem, weil es gerade günstig ist. Ich kann es ja ins Regal stellen, ne? Ja, die Haare wurden leider nicht gespeichert. Leider nein. So, okay. Mehr die Kratzerentferner. Alter, das wird immer teurer statt günstiger. Das macht mir Sorgen. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, dein Leben bleibt für immer erträglich. Möge dein Leben in beliebigen Parametern verlaufen. So, das Regal ist voll mit Öl. Nee, nee, oben ist noch ein bisschen was. Und solange es günstig ist, kaufe ich nach. Aber wenn die Preise sich ändern, ne, you know. Ich glaube, die Werkstatt kann man nicht dicht machen, oder? Ich glaube, das geht nicht. So. So. D-d-d-d-d. D-d-d-d-d. So. Okay. So, ja, Koop-Modus, ja. Koop. Hey, Koop-Modus, ernsthaft? So, ich will die E-Mail vom Onkel nicht lesen. Ich will die... Wenn du die Türen zumachst... Ja, das geht. Ja, wenn man die Türen zu... Ja, okay, das geht. Roof-Painting, ja, sehe ich noch nicht so. Ach, die Werkstatt ist auch größer geworden, glaube ich, ne? Kann das sein? Nee, doch nicht. Ich habe den nur nicht angemalt. Okay, Shift für Rot, ne? So, warte. Ich guck gleich mal, ob ich Lager erweitern kann. Das wäre eigentlich ganz geil. Hast du recht. Das schaue ich gleich mal. So, warte, warte. Um Rot zu streichen, müssen wir im Grün bleiben. Wir machen die Ampelkoalition. So. Entschuldigung, Nasenbluten. Hab nackte Frau gesehen. Krieg ich mal Nasenbluten. Buba gesehen. So, warte. Kündigen Mitarbeiter, wenn sie nicht rechtzeitig bezahlt. Nee, die arbeiten dann aber nicht weiter. Die arbeiten erst weiter, wenn du sie bezahlt hast. Nein, nein, das wollte ich nicht. Ich...
Okay, ich muss jetzt den Balken streichen, ich kann es nicht abbrechen. Beantworte das Telefon, Hinweis, beeile dich, etwas Dunkles ist im Horizont. Was? Was? Oh nein, Dennis. Verpiss dich! Oh, fuck, seine scheiß Stinkbomben. Hey, hau ab! Hau ab, du Pissball! Los, ab in die Wüste, du Scheißball! Hast eh keine Eltern! Du wirst auch nie welche kriegen. Entschuldigung, ist so ein Kind aus dem örtlichen Waisenhaus, da muss man manchmal wieder die Realität einprügeln. Das ist einfach... Tut mir leid. So. Okay. Herr Polizist, wie sieht's denn aus? Werf noch was ihm. Ich hab ja nichts da. Bei mir ist noch alles aufgeräumt, deswegen kann ich nichts werfen. Ich würde gerne. Nein, alles gut. So, wir müssen gleich Dingens reinlassen, ne? Waisenhaus, der wohnt wahrscheinlich in der Sandgrube. Ich glaube auch. Der hat sich da eingerichtet. Sogar das Waisenhaus hat er rausgeschmissen. Der war zu frech für Bulli. So, den müssen wir gleich reinlassen. Ich mach mal kurz. So, Zombie, Alter, Zombie! Liebe Grüße, hallo, hallo! Liebe Infizierten, komm doch hier rein! Herzlich willkommen bei uns bei der Tankstelle! Wie zärtlich von Ihnen, Herr Zombie! Zombie, Entschuldigung, sonst kriege ich wieder Stress. Hallo, hallo! Was habt ihr denn heute gespielt? Warte, warte, ich habe Dennis ausgeschaltet, dazu sehr genervt. Oh, ich habe den hier ausgeschaltet, aus Versehen. Metroid, alles klar. Okay, da bin ich wieder ein bisschen raus. Das kann ich nicht. Das überlasse ich gerne Leuten wie Zombie, die spielen auch können. Ach, schön. So. Du hast Angestellte und so weiter. Ja, ich weiß. Ich spiele das ja gerade, weißt du? Ist super lieb von dir, dass du mir das Spiel erklärst, aber ich spiele es ja gerade. So. Wir haben eine Kassenmitarbeiterin, die noch nicht bezahlt wurde. Ich schwöre, sie kriegt bald ihr Geld. Aber ich bin leider nur Platz 42 bei den Streams, deswegen muss ich sparen, weißt du? So, warte kurz. Ich hau hier mal hin. Schön, Tabak, gönn dir doch mal, klar. Bis später. So. Cthulhu ist auch da. Cthulhu. Was kauft ein Cthulhu heute? Mal gucken. So, als ob du Steuern zahlst. Wen interessiert das? Das Finanzamt interessiert das. Das war einfach so schön. Ah, so. Warte. Und Rainer. Rein in den Lachs. Brauchen wir auch bald wieder Benzin. Hast du recht? Aber vor allen Dingen... Ah ja, guck mal hier. Place all. Und wir haben jetzt... Oh, wir haben Öl. Haben wir Schwimmen in Öl. Junge, Junge. Wenn das weiter so geht, dann fallen die USA hier bald ein. So, was mit deinem Auto? Achso, muss ich erstmal liften. So. Und der Onkel ruft immer an. Beeile dich, etwas Dunkles im Horizont. Ich will nicht ans Telefon gehen, wenn ich ehrlich bin. Okay, ach, das ist alles. Du hast einen Kratzer an der Tür und ein bisschen Ölprobleme. Oh, dann Kratzer mal ich dir weg. Da gehe ich mit dem Edding rüber, dann ist die Tür wieder wie neu. Guck mal hier. Ganz ehrlich, du könntest wenigstens mal durch die Waschanlage fahren, bevor du reinkommst mit deinem Scheißmobil. So, warte. So. Bist du nicht schon in den USA? Oh, hab ich vergessen. Aber Südamerika. Weiß, ob das zählt. Okay, dann nehme ich mal hier. Ich habe diesmal Salatöl genommen, war günstiger. Die merken das eh nicht. Vor allem nicht mit den Karren hier. So, Rainer. Der Lachs ist gebuttert und wir haben jemanden... Oh, Kraftstoff. Wir kaufen Kraftstoff. Natürlich. So. So. Schüppes, Kippen, Kekse, noch mehr Kippen und Schüppes und Popcorn. Natürlich, dann bezahl doch einfach. So, pass auf, Lieferung, wir machen nochmal Kraftstoffvorrat, mach ich mal wieder auf 500. Kostet $600, wir haben nicht mehr so viel. Jetzt haben wir wieder wenig Geld. Oh, warte. Ich war gerade ein bisschen verträumt. Oh, schon wieder. So. Bum, bum, miau. So. Dann die ganze Scheiße hier mal weg. Ich mach mal hier mal wieder, ne?
Man weiß ja nie. So. So, ja, wir haben mehr Benzin als England, das stimmt. Das kann man so sagen. So, rein da, rein in Luzi. So, und dann hier nochmal bitteschön. Ein paar tote Dinosaurier in den Tank, das ist gar kein Problem. Hier auch nochmal. Ein paar fossile Brennstoffe für Sie, klar. So. Und wir haben Benzin noch bestellt. Ja, doch, haben wir gemacht. Okay. So, warte. Nur zwei, du, komm. Das ist ein bisschen geizig. Elon, du kaufst mehr, ne? Mein Freund Elon kauft immer viel. So. Elon, ja siehste, der Elon. Immer Süßigkeiten und Zeitschriften. Just as I wanted. Wo er sich wieder neue Ideen von anderen klaut. Na klar, man kennt es. Los, und der andere Elon. Los, Fake Elon, komm mal her. Hallo, Fake Elon. Rutsch mal. Der rutscht so lässig aus dem Auto, das will ich auch können. So. Hey Elon, hast du damals mit Jim Carrey The Mask gesehen? Fantastisch, ciao. So, warte mal, muss ich Klo reinigen? Naja, ein bisschen, komm. Ich wische hier einmal durch, das reicht. Und dann müssen wir raus. So, okay. Kraftstofflieferung haben wir, neue E-Mail haben wir auch. Ich guck mal kurz in die neue E-Mail. Und vor allen Dingen, können wir uns leisten, das Warehouse zu ver... Ja! Mehr Platz im Warenhaus! Geil! 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 Wie die draußen hupen, ne? So, Workshop. Gut, hier will ich mich nicht hochleveln. Wenn ich ehrlich bin. Gas Station. Wird noch dauern. Lieferung. Wie sieht's denn aus inzwischen mit Autoteilen? Sind die günstig? Die waren vorher bei 90, glaube ich, ne? Oh, ich habe kein Geld. Kostet 280. Ich habe kein Geld. Vergiss es. Oh, bei 80 waren die. Ich habe eh kein Geld. Ich kann mir nichts leisten, Leute. Bin pleite. Wisst ihr noch, wie wir uns gefreut haben? Juhu, wir haben ein bisschen... Wir haben über 1000. Wisst ihr noch, damals? In der guten alten Zeit? Als das Cash uns nur so aus der Tasche quoll? Ach ja, ich erinnere mich gerne daran. So, hast noch 8 Spiegel. Ja, na gut, das zählt ja nicht. So, haben wir 8 gekauft? Nee, ne? Haben wir nicht 4 gekauft? Ich bin unsicher. So, ich gehe noch nicht ans Telefon, ne? Ich gehe noch nicht ans Telefon. Nee, Alk habe ich noch nicht bestellt. Und jetzt muss ich erstmal warten, bis ich mir wieder was leisten kann, Leute. Ich bin bettelarm einfach. Die Tankstelle hat sich nicht rentiert. Ich habe mein ganzes YouTube-Money von damals habe ich in die Tankstelle investiert, hat sich aber nicht rentiert. Es war ein Versuch wert, aber naja. Ach, naja. So. So, aber ist ja auch ein schöner Job, ne? Knack doch mal Kofferräume. Was? Willst du mich zu illegalem Verhalten aufrufen? Oh, ich muss die doch mal. Die muss ich doch mal langsam kaufen. Das ist übrigens Steam. Ist auch eine coole Plattform. Cool. Was war das denn jetzt? Habe ich gerade aus dem Spiegel geklickt? Hä? Sehr suspekt. So. Okay, hier nochmal. Zwei Spritzen noch, zwei Heroinspritzen. Weil ich anders mit dem Stress hier nicht klarkomme. So, warte. Ah, die ist wieder durch den Boden geglitscht, ne? Ja. Ah, okay. So, was? Spielst du auf Ernst zwei verschiedene Tankstellen-Simulators? Ne, der eine war durch. Das hier ist der nächste. Wir sind doch jetzt... Wir sind vom Fach. Wir sind doch jetzt... Jetzt sind wir vom Fach. Jetzt kann ich alle Tankstellen. Ich übe schon mal, ne? Wenn das Twitch live vorbei ist. Oh, 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 oh. So. Super. Danny aus, Dankeschön, Danny aus. Vielen Dank, Dankeschön. So. 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 Oh, 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 oh. Alter, wie viele Zigaretten kann man denn rauchen? Du alter Halsklumpen. Die hat schon zwei Holzbeine. Mann, Mann, Mann.
Die raucht direkt durch eine Öffnung am Hals. Oh, warte. Maus ist gerade vom Pad runter. So. Natürlich, natürlich. Genau so hast du es gewollt. Das wusste ich. Ich weiß noch, wie du es magst. Habe ich hier nach innen gekleckert? Ach nee, das ist... Oh, das ist neu. Das ist die Tankstellerweiterung hier. Das ist die Tankstellerweiterung. Hau noch Eis? Nee. The smell is horrible. Ja, dann mach doch dann, räum doch deinen Müll auch mal weg. Mann. Schmeiß doch eure Scheiße nicht aber bei mir weg. Ich glaube, die kacken mir in die Mülleimer. So. Also. So. Sag mal. You're kidding. Diese scheiß kleinen Packungen, ne, die dann auf X liegen. Verpiss dich! Klaut dir auch noch Zigaretten und beschwert sie noch. Los, raus mit dir! Weißt du was? Schusch! Schusch! Schusch hinfort! Los, hau ab jetzt! Da klaut der Kippen und beschwert sich noch darüber, dass es geht. Und wir nagen ja schon am Hungertuch, ne? Good job. Oh, geil. Okay, Entschuldigung. War gerade ein bisschen erotisiert. So. Tschüss. Die Regale näher zusammen machen, du hast recht, ich sollte hier so eine kleine Einkaufs-Area machen, ne, eventuell. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, aber da muss ich erstmal, weißt du was, Kunde an Werkstatt, der wartet jetzt auch erstmal. Wir machen hier hinten so eine kleine Erlebnisparadies. Die Kackwurst, aka die Haare auf dem Radio, hat er nicht mitgespeichert, ich weiß nicht warum. Offenbar denkt das Spiel, eine Kackwurst wäre unwichtig. Ich bin auch selber enttäuscht und deprimiert. So, warte. Warte. So. Das Alkoholregal müssen wir auch noch machen. Wir müssen uns gleich wieder Geld leisten. Geld leisten. Ich wollte Geld kaufen, Leute. Was würdet ihr sagen, was ist ein guter Kurs, wenn ich Geld kaufe? Ich bin da mal so ein bisschen unsicher. Wie viel soll ich für Geld ausgeben? So, haben wir gleich. In die Ecke kommen jetzt Erwachsenenmagazine hin. Das ist der Plan. So, komme. So, einmal übers Band gezogen. Darf ich sie einmal übers Band ziehen, bitte? 2-1, sagst du? Stonks, oder was? Ich habe mir vorgestellt, ich kaufe für 1 Euro 2 ein. Habe ich überlegt. Schien mir irgendwie sinnvoll. Oh Mann, jetzt haben die alle Kratzer an den Türen und die Dinger sind immer noch zu teuer. Das wird schwierig. So. Gut. Was hast du mit der Tür gemacht? Katze gekämpft oder was? Ich kann da so ein gutes Spiel mit einer Katze, wenn du willst. So, warte hier. Und rein in die Mulle. Einfach rein in die Mulle. Hat der einfach, der fährt aber gar kein Öl. Der fährt komplett ohne Öl. So, super. So. Ich verkaufe dir gerne 100 Euro für 500 Euro. Haben die 100 Euro Sammlerwert? Da würde ich drüber nachdenken. Ist das 100 Euro in der Collectors Edition? Okay, gut. Und rüber und rüber und rüber und Chunky und Monkey. Das ist Sample sogar alle. Da war sogar das Sample alle vom Förderband. Nice. Puh. Eine Zeitung. Weißt du was? Raus mit dir. So einen Lump braucht man nicht. Gib nicht mal Trinkgeld. Hat er Trinkgeld gegeben? Habe ich nicht gesehen. Das war so winzig, habe ich nicht gesehen. So, warte. Hier, so lobe ich mir das. Das sind meine Lieblingskunden. Daddeldudel. Tschüss. So. Die 100 Euro haben sogar eine einzigartige Seriennummer. Ach krass, die sind limitiert. Das ist ja cool. So. Ja. Nicht so intim, der Herr. Eis, fressen, kippen. Eis, fressen, kippen. Oh, warte mal, das würde ich nochmal umstellen. Platziere mit F aufheben. Würde ich so, ne?
Ist das gerade? Okay, dann hier. 10, 10, 10, 10, 10. Mehr geht nicht, okay. Scheint gerade zu sein, okay. Keiner an der Kasse, sehr gut. Kunde an Kraftstoff, den machen wir schnell. 2 Kunden an Kraftstoff. Was? Super. Das ist alles? Was ist denn mit den Leuten? Kann einer mal bitte volltanken von euch? Super. Nur einer mal volltanken. So, okay, dann die Softdrinks. Die Softdrinks kommen jetzt hier hin und daneben würde ich sagen Alk, ne? Da parken wir den Alk. Ich muss noch vorher Alk noch kaufen. So, Softdrinks. So, Entschuldigung. Fühlt mich wieder sehr lutzig. Krieg ich alle rein? Ich krieg alle rein. Okay. So. Gut. Ich muss auch noch die Frau bezahlen, ne? Ich kaufe mal Eis. Eis, fressen, kippen, Alkohol. Eis, fressen, kippen, Alkohol. Eis. Fressen. Kippen. Okay, Alkohol. Wo ist denn Alkohol? Ach da, Alkohol. Geil mit so einem großen Lager. Voll geil. Snacks hatten wir schon, ne? Ja. Erfrischungsgetränke haben wir noch ein paar da. Zeitungen könnte ich vielleicht nochmal diese hier bestellen. Vielleicht nochmal nachbestellen. So, let's go. Shit. Oh, hi. Na du? Na du? Geiles Trippersau. So. Super. Ja, man muss ja schlank bleiben für den Job, ne? Ich verstehe schon. Du Hank. So. Drei Schachteln kippen, bitte. So, was darf sein? Schluck Cola? Geht sofort klar. Ach schon. Na, endlich mal jemand. Landvogt. So, ja, hallo, dankeschön, ja, hallo. Vielen Dank. Dankeschön, dankeschön. Dann landvogtet er einfach rein. Super. Super. So, moin. Oh, wie sieht's denn hier aus? Entschuldigung, wir haben gestern wieder Drogenparty gefeiert. So. Drogenparty. Mist, jetzt habe ich den Faden verloren gerade. Ist er noch da? Nee, ne? War gerade am Überlegen, was ich jetzt nächstes machen soll und wollte gleichzeitig sagen. Funktioniert nicht gut. So, warte. Oh, jetzt da hier. So. Ich würde sagen, Drogenparty bei den Rednecks. Öl trinken und diese komischen Fensterreiniger schnüffeln. Moin, ciao. So. Ich freue mich auf den nächsten Partybus. So. Das Alk-Regal baue ich erst auf, wenn ich Alk habe. Sonst sind die enttäuscht, dass ich keinen Alk habe. Awesome. Die gehen ins leere Regal und... Hm, was soll denn das denn? So. So, 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 so. Kein Problem, kein Problem. Wir kriegen alles. Lieferung, Lager aus Tor. Ich bin schon da. Aus dem Weg, Schnalle. So, warte. Da-da-da-da. Ich will Partybus. Ich will den Partybus. Ich will den Partybus. Ich hab die Partybeine. Ich hab die Partybeine. Ich hab die Partybeine. Ich hab die Partybeine. Wer hat die Partybeine? Ich hab die Partybeine. Wer hat die Partybeine? Ich hab die Partybeine. Partybeine. Ich hab die Partybeine. So, warte. Oh, Alter, ist viel größer geworden jetzt hier. Toll. Müssen aber 10 Mal hin und her laufen, glaube ich, ne? So. Soll ich eigentlich das Band-Setup hier lassen oder soll ich das alles wegschmeißen? So.
Junge, Junge, Junge. Dädelüdelü. Und dann machen wir gleich erstmal schön. Was? German Sparkle Party? Nee, lass mal. Nemo, wieso kennst du sowas, hm? Hä? Hm? Hä? Hm? Hä? Hm? Hä? Na, ich frag nur. So, lassen. Ich lass das auch. Kein Bock, da aufzuräumen. Hier guckt doch eh niemand rein. So. Nee, komm, da guckt niemand rein. Ist doch kackegal. Ja, machen wir. Oh, ein Müll ist voll. Shit. Ein Müll ist voll. Shit. So. Und der Müll ist immer buggy. Buggy, buggy. So. Die alten Ballers. Kommen ja bald wieder. Dädelüdelü. So, Kundenkraftstoff machen wir auch gleich. Weiter streichen. Ja, machen wir auch noch. Wir haben ja bald wieder ein bisschen Zeit, ne? Have a nice day. Jo, du auch. So, Alkoholregal, sagst du? Neben Saftregal hier hinten. Bam, 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 bam. Großer Alkoholstand. Sehr gut, sehr gut. Machen wir mal hier schön rein. Kann nicht außerhalb platziert werden, nur soll er innerhalb sein, ne? Hier. So, Alkohol. 10, 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 10. Ich glaube, wir kriegen alle rein. Ich glaube, wir kriegen alle rein. Keine Produkte mehr von Saft, was? Okay. Kommen wir sofort, kommen wir sofort. Place all. 10, 10, 10, 10, 10. So, ist gleich viel aufgeräumter hier. Immer noch zwei Kraftstoffkunden. Die sind sehr geduldig heute. Finde ich gut. Jo, bin gleich wieder da. Moment, hau ab. So. Guck mal, ist auch entspannt heute, oder? Ist auch super entspannt heute. Oh. Hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört. So. So. You're a lifesaver. You're a lifesaver. Double, double, double. Mm-hmm. Ich bin mega entspannt. Letztes Mal hatte ich irgendwie mehr Stress hier. Ich weiß nicht warum. Kam mir das so vor? Oh, dafür kann ich nichts. Hast du gesehen? Ist aus dem Wagen geflogen. Kann ich aber nichts. Kein Problem, das liegen, ne? You're a lightsaber. Good job. Kein Problem. Wenigstens das kann ich. So, ab in die Werkstatt. Und ich würde mir wahnsinnig gerne, Achso, der ist schon aufgebockt. Ich wollte ihn schon wieder runterlassen jetzt. Ich würde mir wahnsinnig gerne endlich mal wieder geile neue Reifen leisten können. Ach, da drüben. Entschuldigung. So, und Rinder. Oh nein. Ich habe keine Kratzer mehr. Ups. Naja, dann verkaufen wir erstmal ein bisschen was, wa? Wir haben keine Kratzer mehr. Die Kratzer, die sind leider leer. Der wird noch 3 Tage auf seinen Wagen warten. Aber ich meine, ganz normale Werkstatt, ne? So, Lieferung. Autoteile. Wie sieht's aus mit den Reifen? $75. Wir brauchen auch wieder welche, ne? Naja, was soll's. Und Kratzerentferner. 95! Oh, leck mich an den Backen. Leck mich an die Backen. Aber nicht dazwischen, da ist ein No-No-Place. Okay, warte. Jo, ciao. Alles klar, jetzt hier erstmal. Okay. Alles sauber, alles schön. Guck mal, wie das wieder blitzt und blinkt hier. So. Das da rein, der Müll kommt auch raus, natürlich. Hier sieht es aber sauberer aus als bei den Leuten hier zu Hause. Außer bei den Kunden hier. Ich meine, guck dir den Kunden mal an. Ich müsste doch mal den Container abholen lassen. Ich habe Angst, dass der mir wirklich irgendwann überläuft. Also und zwar im Sinne vom Technischen. So.
Hä? Das ist vom Band geflogen. Dafür kann ich nichts. Das ist vom Band geflogen, mein erstes Scheiße drauf. Verpiss dich! Entschuldigung, ich bin nicht aggressiv, aber ich hasse den Typen und schwöre ihm und seiner Familie Rache auf Lebenszeit. That's horrible. Weißt du, kann Sachen selber nicht aufs Band packen und ich bin schuld? Ich mache hier Überschichten. Da wird alle zufrieden. Hau ab da. Kundenfreundlichkeit wird bei mir groß geschrieben. So, mehr gibt's hier nicht. Geizige Sau. Ja, verpiss dich mit deinem goldenen Wagen. Hauptsache Gold, ne? Blattgoldwagen fahren, aber hier nichts an Trinkgeld lassen. Mann, oh Mann, oh Mann, die Leute, ne? So. Was hast du denn hier so eine schöne her? Mit seinem Basmati-Pulli, weißt du? Aus den hyänischen Alpen. Der feine Herr. Für 11 Dollar lässt er was hier. Oh, kein Mein, dankeschön. Huch, kein Mein? Doch, kein Mühe am... Kein Mein, dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. So, wo bleibt denn der? Der ist schon da, gut.